Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Guild Wars 2, heute ohne Philippe. Und wir setzen uns mal wieder an unsere Story dran. Wir müssen jetzt irgendwo mitten ins Char-Gebiet da unten. Windfelslabyrinth müssen wir hin. Bis wie, woher? Also würde ich sagen, zu Eisendock Werftporten. Ach, da hinten. Warum ist er nicht schon vor der Einführung? Porten. Da seid ihr. Ja, hier unten sind wir. Da sind wir, da sind wir, da sind wir. Ach, kann sie das nicht? Hört ihr auch gerade den Sound von der Tuse da? Sehr extrem laut. Komm, welche Tuse? Die da, der hier. Den Bin am eisernen Ladescreen. Barracuda. Achso. Das tut mir leid. Ich habe keine Sammelwerkzeuge ausgerüstet, dann sollte ich das mal wieder ausrüsten. Oh ja, er hat das Unnachahmliche erreicht. Er hat drei Erze abgebaut, auf jeden Fall. Die haben teilweise echt so ein Bullshit. Seid ihr aus dem Ladescreen raus? Schon Ja. lange. Was Man muss denn die jetzt? Char laden. Meine Story, Marcel. Ich bin noch am Aufnehmen. Ja und? Ja, egal. Wir gehen auch, wenn Genau du die uns kommst, gleiche wirst du Story. lesen. Gute Idee. Gute Idee, Marcel. Ja. Ich Wollte wollte nur die Arbeit abnehmen. Wenn man das ja. denn Arbeit nennen kann. Hey Natürlich Rick auch. ist bereit loszulegen. Wie lautet der Plan? Ihr kommt mit mir. Alexis sucht links. Suche rechts. Auf geht's. Ich mag diesen Namen irgendwie. Suho. Ich kann es gar nicht aussprechen. Oh ne. Egal. Mal gucken, was der Hammer so reißt. Weil ich habe noch einen Hammer in meinem Inventar gefunden. Ich weiß gar nicht, habe ich den beim letzten Mal extra aufbewahrt oder? Keine Ahnung. Ja, cool, ich habe direkt drei Fertigkeiten. Weil du wolltest den Hammer spielen, weil du keinen Hammer hattest bis jetzt. Ja, aber hatte ich den nicht beim letzten Mal zerstört? Naja, egal. Wahrscheinlich haben wir einen neuen gefunden. Den weiß ich. Hier lebt noch Und einer. hier ist Lebt. das erste Fragment. Stimmt ja genau, wir müssen ja auch von unserem Part hat das da gefunden werden. Oh, schon die nächste Fertigkeit freigeschaltet. Der Fug. Warum geht das auf einmal so schnell? Wahrscheinlich haben sie wieder ein Patch gebracht, damit man dann noch schneller die Waffenfertigkeiten skillt, weil sich manche Elementarmagier Dieser beschworen läuft haben, genau, gut. beschwert Einen haben. Code haben wir schon. Wir sind jetzt Ja gut, richtige wenn man Elementarmagier ohne Schatzjäger. Fertigkeiten ist. Oh ne. Scheiß Er hat Gegner. einen Code gefunden, hast gehört? Du warst tot. Ja, verarscht. Was? Was kann ich jetzt überhaupt? Schwächt euren Gegner mit einem mächtigen Schlag. Aha, Schwäche. Löst einen Schlag auf dem Boden eine Welle, Feinde verkrüppelt. Ja, dann. Hindert dich keiner dran, die Welle zu machen. Mach sie ruhig. Aha. Was haben wir hier noch? Stößt Gegner mit einem umwerfenden Schlag zurück. Schleudert einen Gegner zu Boden. Wow. Irgendwie sind die Hammerfertigkeiten voll unspektakulär. Ja. Aber jetzt nochmal die F1-Fertigkeit. Erdbeben. Ach, du willst ein Erdbeben haben? Hab's Nee, nicht das habe ich verkackt. gerade. Oh Gott, Hilfe! 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 Hallo? Da Seid ihr kann noch? Halt rum. Fuck damit. Ah, das ist Veteran. Ja, ich packe erstmal mein Großschwert hier wieder ein. Hallo? Danke sehr. So. Hopp. 100 Klingen. Hallo, ich will gerne die 5 usen. Geht doch. Die was? Das. Level up.
Wo ist der Stein? Ach, da. Nee, da. Ein Gewehrturm ist kein Stein. Nein. Run, Forest, run! Ja, das Geld geht einen ganz schön auf den Sack. Connor, bei deinem Gewehrturm klemmt irgendwas, der hat so Klick-Klick gemacht. Ich würde den mal an deiner Stelle reparieren. Die Mitte des Nestes freiräumen. Oh mein Gott, ein verdächtiger Stein. Das letzte Teil des Codes. Zeit, die Truhe aufzuschließen. Einen Code haben wir schon. Richtige Schatzjäger. Nein, Code, wir haben alle. Wir haben jetzt den Code. Jetzt können wir den Gegnern den Code an den an den Kopf schmeißen. Repetitiv. Fenster repetitiv. Repetitiv, oder? Bitte was? Es ist repetitiv. Was? Ach, egal. Wiederholend. Mir scheißegal. Inventar ist voll. Ich verstehe gerade irgendwie nur Bahnhof, weil ich dich erstens akustisch nicht verstehe und zweitens nicht, worauf du hinaus willst. Okay. Ging mir nur darum, dass der Typ seinen Dialog immer wiederholt, sobald man einen Stein findet. Ach so. Wieso geht der Knochenbrecher nicht kaputt, verdammt? Er blockt. Er blockt. Das Minenfelder, das. Die Kombination 804. Schlüssel nehmen. Bring! Oh ja, jetzt können wir hier diese Hardcore-geilen Belohnungen wählen. Ah, total cool. Ja, ein Ring mit 4 Kraft, hallo? Das sind 4 Kraft mehr, also insgesamt 16 durch 4. Also das heißt 4 Kraft mehr, ja? Instanz verlassen. Bloß weg von diesem Bekloppten, ne? Hm, genau. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Oh mein Gott. Wo müssen wir hin? Hm? Oh, er hat's gedacht, mal nicht in die Zitadelle. Wirklich? Ja. Diesmal darfst du auch annehmen. Hm. Ja, erstmal hochporten. Dauert ja immer wieder 3 Jahre. Juhu! Tief im Schlamm, ah ja. Gut, wir sollen jetzt die Hinweise aus den Bäumen finden. Na dann. Beziehungsweise in den, an den Bäumen, innen, um, an. Drumherum, links, rechts, geradeaus. Baumschnitzelei, da. Nein, keine Schnitzelei, Jens. Ich werde nicht geschnitzelt. Für die Blutlegion. Pult sie alle. Viel Spaß beim Verrecken. Hm? Ach was, als wenn ich verrecken würde, Jens, du kennst mich doch. Ja, verreckst gleich. Wieso, mein Leben ist doch so gut wie voll. Ja, Hilfe. Ich sollte definitiv niemals alleine laufen. Ach, du verreckst gleich, sag das doch vorher. Da vorne ist die Schnitzerei. Die Schnitzelei. Das Schnitzelei. Genau. Ja, glaub du mal. Ich sehe gerade nichts wegen dem scheiß Ast hier. Ich
stark! Noch mehr askalonische Gespenster. Oh. Achso, und für die, die es immer noch nicht mitbekommen haben, wir spielen auf dem Server Elona Fels und unsere Gilde ist in der Game und hier könnt ihr nochmal meine ID sehen, dann könnt ihr euch hier unter Anhänger hinzufügen. Bitte was? Ich nehme auf. Ja, das stimmt. Das ist schwierig, die ID dazu sehen. Kannst du auch gerne deine ID zeigen. Indem du Z drückst. Ja, schon klar. Hier könnt ihr meine ID sehen. Moment, Jens nimmt auf. Hier ist ein verwirrter Minotaurus und ich verwirre ihn gerade noch mehr. Ja, machst du das? Da sieht man das nicht. Jens lost die Aggro. Jetzt hat Maverick nicht. Wer denn jetzt war? Irgendeine hat sie. Ganz einfach. Wenn man in einem großen Klumpen steht, dann sieht man das mal so schlecht. Achso, und für alle, die meine ID noch wissen wollen, ne, das ist Zarathusa.67615. Verdammt. Ach ja, ach ja. Seht ihr das Schnitzelei? Ah, das ist das Schnitzelei. Jens, Schnitzelei. Hat keine Zeit. Wieso, was los? Genau, Ausrüstung sind nebenbei am Anlegen, deswegen. Nee, das geht nicht. Doch, das geht. Nee. Doch. Negativ. Positiv. Doch, war ich ja. Das. Ja. Ja, du musst hier nur hingehen und F drücken, Jens. Dann wird alles gut. Ach, sollte ich das machen? Ja, du. Na, dann untersuchen wir den Scheiß mal hier, ne? Findet die zweite Truhe. Also holen wir die zweite Truhe hier, ne? Ich würde sagen, da vorne rechts. Genau, lauft ihr schon mal, dann entmülle ich mal mein Inventar nebenbei. Du kannst auch während des Laufens entmüllen. Sind zu viele Gegner in der Nähe. Ich habe das Unnachahmliche erreicht, natürlich. Träum weiter. Träum weiter. Tauchen! Yippie, schon wieder Unterwasserfight. Na, wer hat die Aggro? O'Connor hat die Aggro. Wasser. Was, Nase? Ich bin über Wasser. Hat ein bisschen Hilfe gebraucht hier unten. Wieso wirst du jetzt etwa angegriffen? Ja. Sumpfskalt. Ja. Oh, ich kann unter Wasser heilen. Der frisst aber gut Schaden. So, schau ich euch mal da unten ein bisschen. Was machst du da? Er hat wieder nicht. Da! Untersucher! Da. Ah, in die Kiste will das ich. Das zerbrochene Schloss nehmen. Ja, genau. Hä? Ich hab jetzt gerade auf Annehmen gedrückt, war das falsch? Entwickelt euch weiter, musst du machen, ne? Es gab kein Entwickelt euch weiter, es gab nur Annehmen oder. Annehmen. Nicht annehmen. Annehmen. Annehmen oder schließen. Annehmen. Na dann. Ist hier jemand tot? Ein Toter sitzt hinterm Baum. Ein Armadillo! Batz! Verschlinger! Dann gehen wir mal wieder in unser altbeliebten Imperator Kern, ne? Hi. Ja, mit dem fliegenden Hitler, ne? Mit dem fliegenden Hitler, nicht wahr? Ja, mit dem fliegenden Hitler. Genau. Deinem Rucksack.
Los, Hitler, flieg! Wie du gerade geschrien hast. Ja! Oh. Tief im Schlamm, ganz tief drin. Dieser Ridlock. Tribun, ich habe eine Hälfte vom Schlüssel meines Vaters aufgetrieben, aber die andere wurde gestohlen. Wer auch immer das war, Feingefühl war nicht seine Stärke. Das Schloss wurde aufgebrochen. Ja, ich wette, ich weiß, wer das war. In der Gegend treiben sich Schrottertrupps rum. Klingt nach ihrem Stil. Schrotter! Diese elenden Aasgeier. Wisst ihr, wie ich sie finden kann? Nicht genau. Ich habe gehört, dass eine Horde Schrotter aus dem Lamia-Morast zur Chartor-Freistadt umgesiedelt ist. An eurer Stelle würde ich dort anfangen mit der Suche. Aber denkt daran, Schrotter sind der undisziplinierte Abschaum der Legion. Sie werden euren Rang nicht respektieren. Es sei denn, es lohnt sich für sie. Oder ihr zwingt... Ich glaube, sie werden uns schrotten. Soweit ich sehe, habt ihr zwei Möglichkeiten. Sie zu überzeugen oder sie zu überwältigen. Mir ist das egal. Was liegt euch mehr? Überzeugen, Jens. Wir wollen sie überzeugen. Der direkte Weg. Sie haben ja... Ja, komm, wir klatschen in die Wand. Was denn? Der direkte Weg. Sie haben mir mein Eigentum weggenommen. Ich hole es mir zurück. Ich kann es nicht riskieren, den Schlüssel im Kampf zu verlieren. Ich werde mit Ihnen verhandeln. Wir können das auch lesen. Ach so, ihr könnt es auch lesen? Ja klar, ja. Wir können es auch sehen. Ja, na dann, was nehmen wir denn nochmal hier? Hast du mir gerade irgendwie nicht zugehört? Wir klöppen sie weg. Ja. Also? Der direkte Weg. Mein Mensch, ich werde die Zitadelle zurückerobern. Verdammt. Entwickelt euch Schaden. Zu keiner Handlung. Die Titel von den Missionen waren gerade irgendwie so ein bisschen scheiße. Entwickelt euch zu meiner Handlung. Bleibt bei, keine Ahnung, was im Sumpf.